Da können wir bestimmt... Er schuldet mir noch Geld, aber ich foltere ihn nicht, um es zu kriegen. Schade. Ja, es ist... Scheiße. Die Roboter sind zu zweit, aber... Damit käme ich vielleicht rein. Aber wenn Willy mich sieht und einlädt, komme ich zu nichts mehr. Blöd, blöd. Tobi möchte ich aber auch nicht festbinden. Hey, Tobi! Hey? Hey, Kumpel. Jetzt gibt's was zu tun. Oh. Ja, da habe ich auch schon vorher drauf getippt, irgendwie. Da geht es ja weit runter. Hey, du Irre! Soll ich dich da rausholen? Mist. Wenn sie da ist, muss ich sie befreien. Hast mir doch tatsächlich gerade mein Mikrofon runtergeplumpst. Falltür! Laut Tobi ist Liz da unten. Viel zu hoch. Wie soll ich da nachher wieder raufkommen? Ach, du hast doch immer irgendwelche Probleme, ne? Du hast doch einen Gürtel. Schade. Wenn der länger wäre, könnte ich ihn festknoten, runterklettern und das Ding holen. Ja, schade. Ich dachte, der wäre lang genug. Sein Künstlername war Elmer Edward. Eladio, Mist. Katjanowski. Hey, Katjanowski. Zurück, Erdling, sonst zerlege ich dich mit meinem hypergalaktischen Laser. Bist du verrückt geworden? Haha, was für ein Typ. Nenn mich nie beim Nachnamen, für meine Freunde bin ich Edgar. Faszinierend. Ach, übrigens, hast du was von unserer Freundin gehört? Unserer Freundin? Da täuscht du dich. Aber egal. Warum bist du so bekloppt angezogen? Verhunzt das Graffito. So da. Warum bist du so bekloppt angezogen? Ich bin der neue Vulcan Flash. Schön für dich. Und wer ist der Idiot? Tu doch nicht so. Jeder kennt Vulcan Flash. Ich bin nicht jeder. Na gut, in Aminsen nicht. Dort heißt er Videgeist Jimenez. Die haben seinen echten Namen zensiert. Wenn man nämlich aus dem V ein H macht, aus dem U ein J und aus dem F ein O, aus dem K ein M und wenn man es dann rückwärts sagt, ist es was ganz Schlimmes. Schreib das mal in die Kommentare, was dann da rauskommt. Das habe ich jetzt so schnell. Ich dachte, der sagt's dann. Schreib's in die Kommentare. Los, jetzt! Schreibt's in die Kommentare! Ich gebe euch Zeit. Achtung! Jetzt müsst ihr fertig sein, geht weiter. Wer hat dich denn dazu gebracht, dich so idiotisch anzuziehen? Rate mal, unsere Freundin Liz? Natürlich, immer diese Liz. Verhunzt das Graffito! Nicht bei Mr. Fitz Randolph, deswegen muss ich es abwischen. MKO Pansies. Was ist damit gemeint? Der neue MKO-Slogan. Fitz Randolph will weg vom Horrorgenre und auf Familienfilme setzen. Ist Willy da? Er war in der Villa, aber er hat den Zeppelin bereit machen lassen. Vielleicht ist er schon dort. Mhm. Familienfilme? Nicht mein Ding. Aber erzähl ruhig. Du weißt schon. Flockige Komödien und fröhliche Kinderfilme. Sogar Musicals. Ja. Hoffentlich kommt ein Musical in dem Spiel vor. Ich mache mir trotzdem nichts aus Familienfilmen, aber erzähl weiter. Schwierig ist nur, dass etliche Monsterdarsteller nichts vom Wechsel halten und Mr. Fitz Randolph boykottieren wollen. Ich kann sie ja verstehen. Du verfeinerst die hohe Kunst, Leute zu erschrecken und dann sollst du auf einmal den Kindergarten-Ork spielen. Krümelmonster! Krümelmonster! Mein halbes Gehalt, dass das Graffito von Octopus Herring stammt. Wahrscheinlich.
Wusstest du übrigens, dass es in Aminsen unter Androhung öffentlicher Prügel verboten ist, dir Kraken in die Socken zu stopfen? Faszinierend. Das Thema ermüdet mich. Bitte wähl das nächste. Bis dann, Alice. Ja, das, ja. Ne? Oh, 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 was haben wir denn da? Vielleicht hat Tobi es fallen lassen. Diese Haustiere machen leicht schlapp. Ein Blatt. Der arme Tobi. Jeden Winter das Gleiche. Na, ich will es mir angucken. Das hat Tobi verloren. Wow, das ist der Hammer. So viel Information dazu. Ich gehe jetzt mal von ganz klar Nein aus, aber... Das werfe ich doch nicht darunter. Ja. Ich dachte vielleicht, um zu wissen, wie tief... Das Alien dem Edgar ähnlich sehen möchte. Ja, klar. Habe ich schon erwähnt, wie sehr ich auf Filmmonster stehe? Ups. 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 So. Ich bin noch am Aufnehmen, alles hier, ja. So. Ich klaue doch keinem Schauten. Wenn ich ihn weg... Was wäre denn... Keine Münze. Sonst wäre ich versucht. Ein Mojito hätte jetzt was. Ein Mojito. Noch auch nicht. Noch. Ups. Das braucht er nicht mehr. Noch, okay. Plüm, plüm, plüm. Er hat keine Seele und kein Herz. Und du selber? Achso, du bist nicht selber. Man kann in Adventuren irgendwie nie sich selber anklicken. Das ist immer ein bisschen schade. Da könnten gute Witze entstehen bei. So, und wieder mal stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch, weil ich gerade absolut keine Ahnung habe, was überhaupt unsere Aufgabe ist. Ja, also außer natürlich in Erfahrung zu bringen, was mit Liz passiert ist, aber das... Ui, das ist aber noch ganz schön lang, ne? Ah, da ist Ende. Das ist noch ganz schön viel, aber das ist unsere Hauptaufgabe. Ja, also, Warte mal, ich mach mal hier so ein schnelles Speicherding rein. Und zwar... Boah, muss ich das jetzt jedes Mal eingeben? Ist ja kacke. Das ist ja kacke. Let's play. So gespeichert. Spielstand löschen, das ist eher so eine... Okay... Zurück zum Spiel. Okay, anders klingt jetzt und... Das hatte ich schon, ne? Ne, das ging nicht. Ja, dann brauche ich nochmal... Dan hatte einen ausgeprägten Hang zum Prügeln. Was für ein Typ. Ach, okay. Also jetzt dürfen wir anscheinend ins Boxstudio. Wohin soll ich jetzt? Die meide ich. Sie schenkt mir immer teure Sachen. Also. Darf ich jetzt echt so lange klicken, bis wohin das blöde Boxstudio kommt? Ich hätte nichts dagegen. Und... Also. Oh Mann, bitte nicht. Wohin soll ich jetzt? Da ist... Also. Und wenn das jetzt gleich nicht klappt, wohin, ne, dann... Soll ich? Da. Hab Dirty Harvey, meinen ersten Trainer, ewig nicht gesehen. Aber nicht heute. Wir können uns ein andermal über die alten Zeiten im Ring quasseln. Also... Kann ich noch auf den Kofferraum zugreifen? Sieht... Ah! Ein treuer Freund. Oh, oh. Ich hebe ihn immer im Auto auf. Egal in welchem Auto. Ich darf mich nicht anlehnen, dann fällt mein Mikrofon runter. Baseballschläger. Was brauche ich? Wofür brauche ich? Moment, wie war das? Mit dem komme ich ins Haus, ne? Vielleicht könnte ich mich damit reinschleichen, aber lieber nicht. Schade. Nee, die möchte ich ja gar nicht, aber vielleicht möchte ich ja
die Tür hier aufmachen. Die würde ich schon gerne jetzt mal aufmachen, ne? Warum nicht? Ah, naja, bitte. Klingt zwar völlig unlogisch, aber wo ich gerade einen Schläger zur Hand habe... Würde mich nicht überraschen, wenn El Chupacabras in seinem Suff dem Roboter an den Kragen wollte. Komm ich denn jetzt hier... Ups. Wenn diese depressive Nervensäge rauskommt, drehe ich durch. Also ist er da drin? Nix da. Letztes Mal, als mich der Blechkamerad erwischt hat, habe ich um Erlösung gebettelt. Gebettelt. Er schuldet mir noch Geld. Aber ich foltere ihn nicht, um es zu kriegen. Okay. Komme ich an die andere Krelle? Nee. So. Das gibt's da nicht hier. Was mache ich denn jetzt mit der Kralle? Ich will doch dem armen Elrond nichts Böses. Nichts Böses. Kann ich mich denn hier wieder ver... Das möchte ich nicht kaputt machen. Okay. Das möchte wieder ich nicht kaputt machen. Wieder irgendwie verkleiden? Das möchte ich nicht kaputt... Das Ding hat keine Seele. Das Ding... Das Ding... Da gibt's keine Seele zu ernten. Das möchte ich nicht... Ah, da ist denen aber kein toller Spruch eingefallen, oder wie? Ja, also, was, ich habe jetzt eine Kralle. Was kann ich damit machen? Okay, das Blöde ist, dass man hier nicht den ganzen Bildschirm sieht. Dan nahm ein kräftiges Seil. Aber woher hatte er es? Okay, diesen Ort kannte ich noch nicht. Wie kommen wir denn da hin? Auto. Entweder jetzt wirklich mit dem Auto und dann müssen wir nur einen tollen Ort finden. Oder hier geht's noch irgendwie, irgendwo, irgendwie, irgendwann. Nee, anscheinend nicht. Na dann versuchen wir doch mal mit dem Auto. Wohin soll ich jetzt?